Ich hatte letzte Nacht wieder einen Traum. War es ein guter oder hat er von mir gehandelt? Er handelte von einem armen, klugen Mann, der die Stadt verändert. Und ich habe sein Gesicht gesehen. Mann, bin ich froh, dass ihr gekommen seid. Debbie, ich habe um 6:30 ein Verkaufsgespräch. Ich muss im Norden der Stadt Verträge abliefern. Nein, musst du nicht. Gibt's hier irgendwelche ansteckenden Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Martin hat mir von deiner Affäre erzählt. Wenn du es, Debbie, nicht sagst, sag ich's ihr. Wir sind 19 Jahre verheiratet. Wir haben kein gemeinsames Leben. Wir haben eigentlich gar nichts mehr gemeinsam. Du kannst gehen. Deine Entscheidung. Hey! Wir müssen mit ihm reden. Das ist der Mann aus meinem Traum. Wie heißen Sie? Sie müssen meinen Namen nicht wissen. Ich würde ihn aber gerne wissen. Sagen Sie Ihrer Frau, sie soll mich nicht mehr belästigen. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie etwas netter wären. Sie wollen mein Freund sein? Aha. Okay, also darüber muss ich erstmal nachdenken. Woher kommen Sie? Nach Mamas Tod hat der Besitzer mich in einen kleinen Schuppen gesteckt. Ich wusste nicht, dass ich Geld verdienen konnte und vielleicht sogar ein bisschen Respekt. Ihr habt euch mit einem Obdachlosen angefreundet. Seid ihr verrückt? Die halten die Hände für Almosen auf, anstatt sie zum Arbeiten zu benutzen. Ich kapiere nicht, wieso sie mich kennenlernen wollen. Ich habe schlimme Dinge getan. Sie sind kein schlechter Mensch. Und ich bin froh, dass wir Freunde sind. Ganz schön sexy, was du heute gemacht hast. Mit einem Obdachlosen abzuhängen? Wie war es denn? Ehrlich gesagt war es faszinierend. Es gibt ein paar Dinge, die Sie über Miss Debbie wissen sollten. Sie ist der einzige Mensch, der sie so sehr liebt, dass sie nie aufgeben wird. Ich liebe dich, Ronnie Ray. Ob wir nun reich sind oder arm, wir sind alle heimatlos auf unserer Suche nach dem Weg zurück nach Hause. Denver hat alles verändert. Unser gemeinsames Leben wäre sonst nicht so schön. Ich habe, so wie die meisten Mitglieder hier, ein Problem damit, dass Sie Ihren Freund mitbringen. Das können Sie ihm selbst sagen. Er steht gleich da drüben.